Als er die Werkstatt betrat, grüßte er freundlich. »Guten Abend, Meister. Wie geht es euch?« Der Meister wich zurück. »Schlecht, kleiner Herr. Mir fehlt eine Hilfe.« »Aber ihr habt doch einen Sohn, der euch zur Hand gehen kann.« »Ich hatte einen, und der hieß Jakob, und der war sehr geschickt. Aber vor 7 Jahren kam eine böse Frau auf den Markt und hat ihn gestohlen. Wo ist er jetzt? Das weiß niemand. Wir suchten überall vergeblich. Es heißt, dass die Frau die böse Fee Kräuterweiß gewesen sei, die nur alle 50 Jahre in die Stadt kommt.« »Oh, oh, oh, Kinder, auch nur alle 50 Jahre bloß. Oh, 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 oh.« Nun wurde Jakob klar, was ihm geschehen war, dass er nicht geträumt, sondern tatsächlich 7 Jahre bei der bösen Fee als Eichhörnchen gedient hatte. Der Vater fragte ihn, »Möchtet ihr vielleicht ein paar Pantoffeln, junger Herr, oder ein Futteral für eure Nase?« »Warum sollte ich ein Futteral dafür brauchen?« »Nun, um diese schreckliche Nase zu verbergen und zu schützen.« Jakob betastete seine Nase. Sie war dick und wohl 2 Hände lang. Er bat um einen Spiegel und sah, dass ihn die Alte in einen hässlichen Zwerg verwandelt hatte. Noch an diesem Tag erzählte er seinen Eltern, was mit ihm geschehen war, und erinnerte sie an Ereignisse aus seiner Kindheit. Aber sie glaubten ihm nicht und jagten ihn davon. Wo sollte er nun bleiben? Da beschloss er, seine Kochkünste dem Herzog anzubieten, der ein bekannter Schlemmer war. Und was ist ein Schlemmer? Oh, ein Esser, der lauter gute Essen nur essen will und ja nicht wenig. So kam er zum Palast und verlangte nach dem Oberküchenmeister. Die Türsteher und Diener machten sich lustig über ihn, aber schließlich führte man ihn doch in eine prächtig ausgestattete Küche. Auch hier wurde er zuerst von allen ausgelacht. Der Zwerg blieb aber ganz ruhig und sagte, »Lasst mich vor euren Augen irgendeine Speise zubereiten und seht, ob ich ein richtiger Koch bin.« »Wohlan«, rief der Oberküchenmeister, »um des Spaßes willen. Der Herzog möchte heute eine Suppe und Fischklößchen zum Frühstück. Dann fang mal an.« Im Kreis standen die Köche, Küchenjungen, Diener und allerlei Volk um ihn herum und staunten, wie ihm alles so flink von der Hand ging. Schon bald lud er ein, zu kosten. Der Oberküchenmeister schnalzte vor Vergnügen mit der Zunge. So köstlich waren die Speisen geworden. Nachdem der Herzog sein Frühstück gegessen hatte, sah er so vergnügt aus und ließ nach dem Oberküchenmeister rufen. »Sagt mir, wer hat heute mein Frühstück bereitet? So köstlich fand ich es schon lange nicht mehr.« Heute kam ein wunderlicher Zwerg, der unbedingt Koch werden wollte. »Dieser hat alles zubereitet«, antwortete der Küchenmeister. Nun musste der Zwerg zum Herzog kommen. Er erzählte, er sei ohne Vater und Mutter und hätte bei einer alten Frau kochen gelernt. Der Herzog bot ihm reichen Lohn an, wenn er sein neuer Koch werden wolle. Da versprach der Zwerg ihm, stets treu zu dienen. Aber jetzt hatte der Zwerg ein gutes Leben. Der Herzog konnte nicht genug von seinen köstlichen Speisen kriegen. Der Koch wurde im ganzen Land berühmt. Eines Tages ging er Gänse einkaufen. Er hatte 3 schöne Felle ausgesucht
und trug sie nach Hause. Was war das? Da fing eine ganz plötzlich an zu sprechen. Sie erzählte ihm, dass sie die Tochter des Zauberers Wetterspopf sei, der mit einer alten Fee in Streit geraten war, woraufhin diese sie entführt und in eine Gans verwandelt hatte. Der Zwerg versprach ihr, sie zu beschützen und versteckte sie im Garten, wo er sie oft besuchte. Als einmal ein hoher Gast auf dem Nachbarreich zu Besuch kam, sollte der Zwerg besonders ausgefallene Speisen kochen. 14 Tage lang gab es ständig neue Köstlichkeiten. Der Herzog war so fröhlich und zufrieden. Doch dann sagte der Besucher: Ich habe viele wunderbare Gerichte hier gekostet. Aber warum nicht die Königin der Speisen, die Pastete Suserin? Sofort befahl der Herzog, sie am nächsten Tag zu kochen. Der Zwerg erschrak, weil er das Rezept nicht kannte, und besprach sich mit der Gans. Sie wusste zum Glück, wie man diese Pastete zubereitete. Und der Zwerg brachte sie gerade noch rechtzeitig zu Tisch. Die Pastete schmeckte vorzüglich. Aber der Gast befand, es fehlt das Kraut Niesmitlust. Niesmitlust? Man kennt es hier wohl nicht. So ist die Pastete nicht richtig gekocht. Da wurde der Herzog böse und verlangte für den nächsten Tag die Pastete mit dem Kraut oder dem Kopf des Kochs. Au, so was Schlimmes, gell, Kinder? Nicht im normalen Leben. Der verzweifelte Zwerg rannte zu Gans. Gottlob, sie kannte das Kraut und sagte: Es ist gerade Neumond. Nur dann blüht es am Fuß alter Kastanien. Abends suchten sie überall, wo Kastanien wuchsen. Beim letzten Baum fanden sie das Kraut. Der Zwerg roch daran und merkte, dass dies das Kraut war, das ihn verzaubert hatte. Tief steckte er seine Nase in die Kräuter und sog den Duft ein. Kinder, was war da? Was war denn das? Plötzlich knackte es in allen seinen Gliedern und er fühlte, wie seine Gestalt sich veränderte, bis die Gans sagte: Jetzt siehst du groß und schön aus. Jakob war ganz glücklich. Zum Dank für ihre Hilfe brachte er die Gans zu ihrem Vater zurück. Der Zauberer verwandelte sie in seine Tochter zurück und beschenkte Jakob reich. Nun endlich kehrte er zu seinen Eltern zurück, die in dem jungen Mann ihren Sohn erkannten. Und mit dem verdienten Geld fing er einen Handel an und wurde reich und glücklich. Na Kinder, Gott sei Dank ist die Geschichte glücklich ausgegangen und alle sind wieder zu ihren normalen Personen zurückgekehrt. Das war's? Nein! Welche Unruhe war in dem Palast entstanden, wo der Herzog vergeblich auf die Pastete wartete und sein Koch nirgends zu finden war? Der Gast behauptete, der Herzog hätte den Zwerg versteckt, weil er gewusst hätte, dass dieser niemals das Kraut anbringen könne. Der Herzog war darüber so erbost, dass er sich fürchterlich mit dem Gast zerstritt. Dieser Kräuterkrieg war aber bald beigelegt und Frieden gemacht. Er hieß der Pastetenfrieden, denn zur Versöhnung servierte der Koch des Gastes die Königin der Pasteten, die Suserin, die sich der Herzog voll gut schmecken ließ. Jetzt haben wir die richtigen und den richtigen Schluss. Jetzt kam der ganz große Friede, auch im Land. Kinder?
das war's.